YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir schauen uns jetzt meine Freundin boxt jetzt von InScoop 31 an. Let's go! Schwiegerfamilientreffs? Leben wir? Sich dort extrem ein reinsaufen? Leben wir? Am nächsten Tag miesen Kater schieben? Leben wir? Und gerade mit stechenden... Gott sei Dank ist Alexa so stolz auf ihren neuen Freund. Lunge joggen gewesen? Die Raucherlunge hängt da richtig raus, was da unten InScoop. Leben wir? Guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend, ihr Schlammschlachtbetreiber. Papa Platte, was sagst du zur Form? Goofy-mäßig? Voll Goofy-Körperbau. Ihr wisst ja, ich hab... Voll Goofy-Körperbau. Ja! Eine Freundin, ja, Alexa. Wir haben eine wirklich gute Beziehung. Ja, die gute Beziehung, sie boxt jetzt. Danke, Schatz, dass ich endlich den Abwasch machen darf. Dürfte ich danach noch die Wohnung saugen? Schatz, dürfte ich den Müll unterbringen? Wäre das für dich in Ordnung, wenn ich das eben kurz machen darf? Alles klar, super. Danke dir. Ach, sag mal, das gibt es doch gar nicht. Mensch, Schatz, da putze ich doch eben gleich nochmal die Toilette. Am 4. November hat sie ihren Boxkampf. Ihr könnt sie ja gerne supporten und vielleicht auch auf Instagram folgen. War das mit dem Text richtig so? Naja, ganz im Allgemeinen ist... Alles klar. Es ist mir auch immer wichtig, euch auf dem Laufenden zu halten, was bei den Allergeilsten abgeht. Und wenn ich mir angucke, was Levi da gerade so veranstaltet... Aber Mann, mach mal später nicht weg. Also wird euch alles weg sein. Stegi genannt. Hast du mich gerade Stegi genannt? Das ist nicht... Alles klar. Das erste Mal ist das passiert. Das ist gestern Abend schon mal so gewesen. Bester Wingman. Muss ich wirklich sagen, schon mal nicht schlecht. Kennt ihr die Musikrichtung Schranz? Für die, die Musikrichtung nicht kennen, hier eine kurze Einblendung. War ich doch neulich auf einem... Das hört sich eher an wie Hardstyle. ...Auftritt von Revi. Ich dachte, mich erwartet jetzt gleich ein bisschen chilliger Jazz. Darum geht's aber in diesem Video gar nicht. Eigentlich geht's in dem Video viel mehr darum... Ja, aber das ist doch keine scheiß Musik, das ist... Top-DJ. Gleichzeitig war ich kurz auf Ron seiner Instagram-Seite unterwegs und... Wieso taucht er eigentlich nonstop Ola Kalaklamon? Hey, was macht mein guter, allerjüngster Kollege Ron eigentlich? Alles klar, da ist Ron sehr, sehr glücklich. Gut, dann vielleicht bei Marc Knaller auf den Wies... Knallt... Achso, ja. Bill Kaulitz, Knut. Warte mal, da fehlt noch. Amar fehlt jetzt noch. Revi hat abgedeckt. Amar und Sascha. Bei Sascha, aber Sascha ist sehr, sehr zurückgezogen. Männermodel. Bill Kaulitz, der alte Hengst. Wen hat er wieder geknutscht? Mark? Bills Wiesenmacker ist auf jeden Fall eins. Gut aussehend. Mark arbeitet als Model, war unter anderem Darsteller in der Soap Köln 50667. Mark? Muss durch den Monsun. Damit habe ich... Alles klar, damit hat er alles gesehen. Alles gesehen. Danke, dass ich bei den Allerjudsen dabei sein darf. Ich habe mir den neuen Podcast von Hungriger Hugo angeguckt bei Tim. Ich habe ja selber nicht gewusst, dass du nicht Let's Hugo bist. Ja. Also jetzt, heute schon ja, so, ja, ne? Ja. Aber... Ja, Tim hat ja auch so einen Bandscheibenvorfall, deswegen liegt er so... Ich bin da immer noch wütend. Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend, liebe Leute. Was geht ab? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen... Mir wurden letztens von meinem Privatdetektiv folgende Bilder zugespielt. Papa Platte, hier tatsächlich in Ola Kala gesichtet wurde. Ola Kala. Und der Bart da oben, Leute. Ich frage mich gerade, ob das eine verdeckte Ermittlung ist von Tim G, der probiert gerade Papa Platte zu zwingen, Ola Kala zu tragen. Oder ob das eine Art Paint-Me-Fetisch ist von Papa Platte, der sich sagt... Alles klar, jetzt geht's mir doch wieder zu weit. Sag ich mal, Klamotten anzieht und dafür kein Geld bekommt und ihn das geil macht, dass er sozusagen unbezahlt Werbung macht. Da bin ich gerade noch am heraussuchen, aber falls ihr auch so fresh wie Papa Platte unterwegs sein wollt... Jetzt kommt eine Ola Kala. Jetzt kommt eine Ola Kala Werbung. Werbung, 100%ig. Ich euch. Von Papa Platte? Ja. Wir werden es auf einmal weiter, dass Papa Platte sich aufbringen wird. Jetzt kommt es. Dann schaut doch jetzt gerne auf den ersten Link in der... Stimmt, die haben ein neues Werbevideo gedreht. Beschreibung vorbei. Diese Zip-Jackets hier, in allen möglichen Colorways, die sind jetzt neu rausgekommen. Ich habe neulich in meiner Broadcast... Die würde ich sogar wahrscheinlich tragen. ...Gruppe danach gefragt, wie die Leute ein Video machen würden... Wenn ich drin, ich hasse die Gruppe. ...wenn sie ein Video machen müssten. Die erste Antwort war, ich würde eine Broadcast-Gruppe erstellen und dann in die Gruppe schreiben, welche Videoideen es gibt und darüber ein Video drehen. Geile Sache, Digga.
Besser geht's doch gar nicht. Das ist genial! Natürlich! Wie konnte ich da nicht selber drauf? Nächste Videoidee aus der Broadcast-Gruppe. Ein ASMR mit Alexa. Für die heutige Episode habe ich mir ein paar weiche, kuschelige Gegenstände rausgesucht. Gute Nacht. Ich glaube, ich muss das... Das war das Beste, was ich je gehört habe. Mal kurz den Müll runterbringen. Mich abholen und dann GT3 fahren. Videoidee, mich abholen und dann GT3 fahren lassen. Videoname, Zuschauer fährt ein Auto, RIP, Fell, GPS, komme aus der Nähe Stuttgart und könnte zusammen über die A91 fahren lassen. Videoname, Zuschauer fährt mein Auto, RIP, Fell, GPS, komme aus der Nähe Stuttgart und könnten zusammen über die A81 ballern. Aaron, mein Lieber, aufgrund von deinem Namen und deinem Profilbild glaube ich nicht, dass du weiblich, blond und große... Schatz, ich bringe jetzt den Müll runter. Es war nicht so gemeint. Soll ich später noch die Wohnung... Wenn ich du wäre, würde ich ein... Wenn ich du wäre, würde ich die Schule drehen. Alter, Schule drehen. Den alle wieder aufschrecken, den Hühner im Kreis rennen. Und nee, schreien. Video alte Schule drehen, bei dem alle wie aufgeschreckte Hühner im Kreis rennen und nee, schreien. Junge, das ist so ein Dream-Bam-Projekt. Tim sollte währenddessen einen Tornado auf der Akupressurmatte entzwirbeln. Ich sag dir ganz ehrlich, das mag verrückt klingen, Digga, aber mit der Idee verpisst du dich! Der war gut. Der war gut. Der war mal was anderes. So, ich hoffe, das war's mit dem Video. Haut rein und ciao.